Ich bin Kai, Immunologe und ehemaliger akademischer Rat der Universität Heidelberg. Vor ein paar Tagen habe ich eine kurze Videobotschaft veröffentlicht, in dem ich diskriminierende Maßnahmen gegen sogenannte Ungeimpfte und die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht kritisiert habe. Ich habe auch erklärt, dass ich als Konsequenz meiner kritischen Haltung die Universität verlasse. Die große Resonanz auf mein sehr kurzes Statement hat mich überrascht und für die vielen positiven Kommentare und Nachrichten möchte ich mich ganz herzlich bedanken. In diesem Video geht es mir darum, ein paar Dinge etwas genauer zu erklären. Ich bin seit meinem Studium der Biologie in den letzten 20 Jahren in der immunologischen Forschung und Lehre tätig gewesen. Als Immunologe bin ich selbst natürlich kein Impfgegner. Aber eine Substanz, die als Impfstoff eingesetzt werden soll, muss zwei wichtige Kriterien erfüllen. Sie muss ausreichend erforscht sein, um als sicher gelten zu können, und sie muss Immunität verleihen, das heißt einen verlässlichen Schutz vor einer Erkrankung bewirken. Die gegenwärtigen verwendeten Impfstoffe erfüllen diese Kriterien nicht. Die Entwicklung eines sicheren und wirksamen Impfstoffs ist nicht in einem Jahr zu schaffen. Das ist keine Frage des Geldes, das ist eine Frage der Sorgfalt und der Verantwortung gegenüber den Menschen. Bei den RNA- und Vektorimpfstoffen handelt es sich um vollkommen neue Technologien. Als Wissenschaftler hatte ich erwartet, dass wir an den Universitäten eine intensive und vor allem offene Debatte über Nutzen und Limitationen und die Risiken dieser neuen Impftechnologien führen würden. Das ist nicht geschehen. Stattdessen kam es zur Diskriminierung von sogenannten nicht geimpften Mitarbeitern und zur Einführung der bereichsbezogenen Impfpflicht. Die Begründung für alle diese Maßnahmen war ein angenommener Fremdschutz durch die Impfung. Aber niemand kann heute noch ernsthaft behaupten, dass diese sogenannten Impfungen gegen SARS-CoV-2 Infektionen oder Übertragungen des Virus verhindern. Dennoch wird an dem eingeschlagenen Kurs festgehalten und der Druck auf Mitarbeiter und Studenten an den Universitäten erhöht. Mit der Einführung der bereichsbezogenen Impfpflicht ist ein Zweiklassensystem im Gesundheitswesen etabliert worden. Wer sich dieser sogenannten Impfung verweigert, verliert seine Rechte als Arbeitnehmer und auch als freier Bürger. Jederzeit kann das Gesundheitsamt ein Betretungsverbot verhängen, was faktisch einem Berufsverbot gleichkommt. Ohne Impfnachweis kann auch niemand eine neue Stelle im Gesundheitswesen antreten. Diese Gesetzgebung halte ich für verfassungswidrig. Und die unsichere Situation ist für die Betroffenen demütigend und schwer zu ertragen. Alle meine Bemühungen, mit den Verantwortlichen an der Universität über die Umsetzung der Impfpflicht und der Maßnahmen ins Gespräch zu kommen, sind leider gescheitert. Wer sich auf Wissenschaftlichkeit beruft, muss sich der sachlichen Diskussion stellen. Nur wenn sich eine Position der sachlichen Kritik stellt, bleibt sie eine wissenschaftliche Position. Ich erlebe aber die Universitäten in den vergangenen Monaten nicht mehr als einen Ort für offene Diskurse. Da ich mit meinem Verständnis von Wissenschaftlichkeit unter den herrschenden Bedingungen nicht länger für die Universität arbeiten kann, habe ich um meine Entlassung aus dem Dienst gebeten. Ich habe auch für mich persönlich entschieden, dass ich nicht darauf warten will, vom Gesundheitsamt aussortiert zu werden, weil ich keinen Impfnachweis vorgelegt habe. Die diskriminierende Behandlung von sogenannten ungeimpften Mitarbeitern im Gesundheitswesen ist ein Skandal. Aber auch die Gleichgültigkeit, mit der diese Diskriminierung von Kollegen und Leitungen in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen geduldet und oft sogar gefördert wird, ist eine tiefe Enttäuschung. Der Rückzug aus meiner bisherigen Position ist weder Kapitulation noch Resignation. Es ist einfach die Entscheidung, meine Zeit und meine Arbeitskraft nicht länger einem System zur Verfügung zu stellen, in dem Zweifel und Kritik unerwünscht sind und Grundrechte missachtet werden.